Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. Hallo, willkommen zurück. So, in diesem Video soll es weitergehen hier mit unseren Einstellungen von der Platinenkonfiguration. Ich habe jetzt hier nochmal den technischen Lagenaufbau mal ein bisschen angepasst. Ich habe hier also mal ein paar Farben vorgegeben und ich habe hier Einschränkungen angepasst. Die Einschränkungen, woher habe ich die? Im letzten Video waren ja hier zwei Nullen eingetragen. Die hatte ich ja, das hatte ich bereits gestern angesprochen, hier eben von diesen willkürlich gewählten Leiterplattenhersteller habe ich die mir hier rausgesucht aus dieser Übersicht. Das ist ein bisschen ja, Handarbeit, aber im Wesentlichen macht man das nur ein einziges Mal, denn ich kann ja hier sagen, Einstellungen von einer anderen Platine importieren. Das heißt, wenn ich mit so einem Platinenhersteller zusammenarbeite, dann lege ich mir da mal einmal so eine Vorlage oder einmal so ein Projekt an und kann dann hier über das Importieren einfach alles anhaken und sage, okay, ich möchte jetzt hier das Importieren. Ich zeige es mal, ich nehme jetzt mal, ich hake mal hier alles an und setze das mal auf die Standardeinstellungen zurück. Zeige ich es doch gleich mal. Machen wir das einfach mal und ich gehe mal hier in mein erstes Projekt hinein. Das ist jetzt also eine Standard KiCad-Datei und beachtet mal hier oben, wenn ich jetzt hier auf Öffnen gehe und sage Einstellungen importieren, dann ist das hier wieder auf die Standardeinstellungen, so wie sie KiCad gewählt hat, importiert worden und zwar alles, was ich jetzt angehakt hatte. Und sobald ich hier OK drücke, würde das jetzt übernommen werden. Ich gehe mal hier auf Abbrechen, schließe hier sicherheitshalber nochmal alles, um hier natürlich meine Grundeinstellungen oder diese Einstellungen, die ich mir da rausgesucht habe, nicht zu überschreiben. Gehen wir nochmal rein hier in die ganze Sache und sicher ist sicher, schauen wir jetzt hier nochmal nach auf die Einschränkungen. Gut, sind nicht überschrieben worden, aber ihr habt es gesehen. Also so könnte ich mir jetzt also diese Einstellungen hier mal alle einmal anlegen für verschiedene Hersteller und die mir dann hier über diese Möglichkeit des Importierens hereinholen. Ist halt eben eine Fleißarbeit, das sich hier alles rauszusuchen, die minimalen Durchmesser, die Leitungsabstände und so weiter und so weiter. So, weit dazu. Dann haben wir hier vordefinierte Größen. Da habe ich hier schon mal eine angelegt. Wir sehen das hier. Ich kann also zum Beispiel hier unten diese entsprechend anklicken und hier zum Beispiel jetzt über den Mülleimer-Button sozusagen wieder löschen und über das Hinzufügen hier vorne übers Plus ganz einfach dann hier 1,4 mm Enter drücken. Da wird gleich das nächste angelegt. Da könnte ich das also hier diese Vorgaben machen. Genauso kann ich das dann hier für die Vias machen und für differenzielle Paare. Wenn ich damit fertig bin, kann ich sagen OK. Und meine Leiterbahn ist damit hier angelegt, 1,4 mm und auch die anderen, die ich hier bereits vorgegeben hatte. Ebenfalls hier die Vias. Ich sehe gerade, hier gibt es jetzt eine Leiterbahn mit 0. Da müssen wir nochmal die vordefinierte Größe bearbeiten durch das Enter drücken hier ist das mit 0 übernommen worden, aber kann ich ja hier mit dem Löschen-Button wieder rausnehmen und dann sollte das hier auch nicht mehr auftauchen. Genau, also 0, 2, 4, 6, 8, 1 mm, 1,2 und 1,4 mm. Genauso dann hier die Via-Größen. Wie komme ich jetzt daran? Ich zeige es hier mal bei den Vias. Ich kann also jetzt hier das Via-Werkzeug auswählen. Jetzt hängt mein Via hier am Cursor. Rechtsklick, Via Größe wählen. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier das große 1,8 nehmen oder wieder einen Rechtsklick machen. Nehme ich hier mal das kleinere, dass man auch deutlich den Unterschied sieht. Und nochmal das ganz kleine. Und so kann ich hier arbeiten, also immer über Rechtsklick auswählen, über das Kontextmenü, kann ich hier sofort unterschiedliche Via-Größen setzen. Das kann ich hier genauso mit der Leiterbahn machen.
Entweder ich klicke hier drauf und wähle das Werkzeug oder ich drücke die Taste X. Dann habe ich die Leiterbahn hier dranhängen. Bei der Leiterbahn gibt es noch einen kleinen Unterschied. Solange ich noch nicht geklickt habe, kann ich also jetzt diesen Leiterbahnabschnitt hier ändern. Das heißt, ich mache mir mal einen Rechtsklick drauf. Ich nehme jetzt mal eine sehr große Leiterbahnbreite, 1,4 mm. Wir sehen, das ist jetzt hier sofort große Leiterbahn. Und jetzt, wenn ich klicke, kann ich sie so erstmal nicht mehr ändern, die Größe, sondern hier erst wieder auf dem nächsten Abschnitt kann ich wieder rechts reingehen auf die Leiterbahn und könnte jetzt eben hier zum Beispiel mit 0,4 mm weitermachen und kann so entsprechend hier verschiedene Größen wählen. Ja, machen wir es nochmal ganz klein und so entsprechend weiterzeichnen. Entweder das Ablegen der Leiterbahn mit Doppelklick oder mit der Taste Enter auf der Tastatur. Ich mache es mal hier mit der Tastatur Ende oder über Rechtsklick Werkzeug Leiterbahn abschließen. Hier Rechtsklick und jetzt beende ich mal das Werkzeug. Dieses Vorgehen mit solchen vorgedefinierten Größen hat einen Nachteil. Und zwar kann ich also, oder ich muss ja hier ständig auswählen. Und ich kann unter Umständen Fehler machen, ja, weil ich ja hier bei jedem Netz, was ich zeichne, müsste ich ja jetzt hier immer die Größen entsprechend auswählen und auch die Via-Größen und so weiter. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich kann hier Leiterbahn-Netzklassenbreite verwenden. Das heißt, ich kann hier jedem Netz diese Eigenschaften von den Vias und auch von den Leiterbahnen etc. zuweisen und die werden dann automatisch übernommen, wenn ich hier das entsprechende Netz zeichne oder route. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Das ist ein bisschen, na, ich sag mal, schlechter geworden meiner Ansicht nach gegenüber KiCad 6. Im KiCad 6 bzw. 5 hatte man hier automatisch alle Netze aufgelistet und konnte dann hier über so ein Dropdown Menü die Netzklassen auswählen und zuweisen. Das geht jetzt hier ein bisschen umständlicher, aber ich möchte es euch in diesem Video trotzdem zeigen. So, wir haben standardmäßig einmal Default. Default-Netzklasse ist grundsätzlich immer da. Die brauche ich. Und ich kann jetzt hier über diese Netzklassen hinzufügen, indem ich hier einfach drauf gehe und sage, ich möchte jetzt mal eine Netzklasse Signal hinzufügen. Wir machen mal hier einen großen Freiraum, 0,5 mm. Um das besser zeigen zu können, wählen auch mal eine richtig große Leiterbahnbreite, dass man auch einen deutlichen Unterschied sieht. Machen wir hier mal 0,6 mm. Auch die Via-Größe ändern wir mal hier auf 1,4 mm. Ihr seht, dass hier immer das Loch ungefähr halb so groß ist wie die Padgröße. Und das heißt also, wenn ich jetzt hier ein 1,4 mm Via nutze, nehme ich jetzt hier also mal ein 0,7 mm Loch. Und so kann ich das jetzt hier alles durch anpassen für Mikrovias, für Mikrovia-Bohrung, differenzielle Paare. Das heißt, wenn ich jetzt ein differenzielles Paar Leitungspaar, da mache ich nochmal ein separates Video dazu, zu dieser Netzklasse Signal hinzufügen würde, würde er jetzt hier diese Werte übernehmen, also 0,2 mm und 0,225. Da ein bisschen aufpassen, also das hier vorne bezieht sich das immer auf eine einfache Single-Leiterbahn und hier hinten die letzten beiden beziehen sich immer auf die Werte des differenziellen Paares. So, jetzt kann ich die hier anlegen, habe ich erstmal mit OK angelegt. Und die wird auch automatisch hier in den Schaltplan-Editor mit übernommen. Und wenn ich hier im Schaltplan-Editor auf die Netzklassen draufgehe, sehe ich jetzt, ich habe hier einmal Default, sowieso standardmäßig, und ich habe hier Signal. Und ich könnte jetzt hier dieser Netzklasse Signal technische Zeicheneigenschaften zuweisen, indem ich zum Beispiel sage, die Strichstärke hier soll größer gezeichnet werden oder dicker gezeichnet werden. Ich könnte jetzt sagen, hier nimm eine andere Farbe
Zum Beispiel eben hier ein Blau oder Rot, wie auch immer, Gelb, was auch immer. Oder ich könnte auch gleich sagen, hier zum Beispiel eben eine andere Linienart, also Strich oder Punkte, Punktstrich etc. Das können wir auch mal machen, das möchte ich an dieser Stelle gleich mal zeigen. Wir nehmen jetzt mal das gestrichelt für Signal und wir nehmen für unser Signal mal ein, was können wir hier nehmen, was nicht, nehmen wir mal das Rot als Signal. So, wie kann ich jetzt, machen wir mal okay, wie kann ich jetzt meine einzelnen Linien oder Netze hier zu einer Netzklasse hinzufügen? Da gibt es im Wesentlichen drei Wege. Wir haben einmal hier fest bezeichnete Netze, und zwar das sind diese Netze, die hier über dieses PowerFlag bzw. über dieses 9 Volt Label oder Ground Label bezeichnet sind. Dann machen wir gleich noch was, bevor ich das weiter hier zeige. Legen wir uns jetzt gleich nochmal hier eine weitere Netzklasse an. Die nennen wir mal PWA, Power. Wir machen mal hier die Verbindungsstärke auf 0,6, dass man das auch mal schön sieht. Und hier die Busbreite haben wir zwar nicht, aber ich passe trotzdem mal an auf 0,9. Und wir sagen mal, das möge doch bitte schön ein, ja, machen wir das mal hier so ein Blau. Und ich möchte das hier als Strichpunktlinie anlegen. Auch das kann ich gleich nochmal zeigen, wird jetzt automatisch auch wieder hier rüber übernommen. Wir sehen, wir haben jetzt also hier unsere Netzklasse Power. Die hat jetzt automatisch die Standardwerte übernommen von Default. Die kann ich jetzt dann hier wieder anpassen. Das machen wir auch gleich mal. Hier nehmen wir mal 0,9 mm, dass man das auch schön sieht nachher beim Zeichnen. Halt. Das lassen wir mal auf 0,5, das ist der Abstand. Entschuldigung, wir brauchen hier die Leiterbandbreite 0,9 mm. Via-Größe machen wir, lassen wir gleich zum Signal. Diese Werte machen natürlich jetzt so erstmal keinen Sinn. Es geht hier nur ums das zu zeigen hier im Tutorial. Sowas muss man sich natürlich schon vorher mal überlegen, welche Größen, welche Leiterbandbreiten brauche ich. Das kann ich zum Beispiel ermitteln, indem ich hier über KiCad hier mein Berechnungswerkzeug anwerfe. Da mache ich auch nochmal ein Video dazu. Hier sind verschiedene Berechnungswerkzeuge drin, wo ich eben jetzt zum Beispiel eine Leiterbandbreite berechnen kann anhand der Werte. Wenn ich jetzt hier also was weiß ich 5 Ampere übertragen möchte beim Power, dann kann ich das hier eintragen und hier werden dann entsprechend die Leiterbandbreite in Millimeter angegeben. Oder ausgerechnet. Genau das gleiche kann ich hier eben auch mit den Vias machen. Hier die Vias berechnen, wie viel Ampere sollen da drüber fließen. Ja, kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen 5 Ampere. Dann haben wir hier eben verschiedene Pad-Durchmesser und die entsprechenden Lochdurchmesser, damit ich eben hier auf meine entsprechende Stromstärke komme, beziehungsweise ich kann die dann hier auch noch weiter anpassen, indem ich jetzt zum Beispiel hier mal auf 1,4 hochgehe, hier das Antipad durchwende und dann sehen wir hier, passen sich hier drüben eben die Werte an und ich kann es berechnen. Das soll aber jetzt hier nicht die Hauptsache sein, es geht jetzt hier einfach mal um die Einstellungen. So. Auch hier komme ich jetzt wieder in der umgekehrten Richtung hier zurück. Also wir haben jetzt hier unseren Schaltplan, wir haben jetzt hier unsere drei Netzklassen und jetzt möchte ich euch zeigen, wie man das zuweist. Wir haben einmal hier Ground. Groundnetz wird sofort automatisch schon benannt, eben hier über dieses globale Label Ground. Und das Wichtigste ist, um dies jetzt hier zu zeigen, kann ich jetzt hier also ein Rechts das Werkzeug beenden, mache hier einen Rechtsklick auf das Netz. Alles, was mit Ground und einem globalen Label bezeichnet ist, kann ich hier also auf meine Linie, egal wo, draufgehen, mache einen Rechtsklick und sage Netzklasse zuweisen. Wir haben hier das Pattern Ground
Und ich möchte das hier direkt in Power rein haben. Dann nimmt immer gleich das zweite, in dem Fall hier Power, und dann sagen wir okay. Und wir sehen, sofort wird das ganze Netz hier angepasst nach den Vorgaben, die ich in den Einstellungen gemacht habe. Das funktioniert bei den globalen Labels, zum Beispiel eben hier bei 9 Volt oder bei Ground. Auch hier Netzklasse zuweisen. Auch hier sagen wir mal Power und schon wird das zugewiesen. Was ist jetzt hier mit diesen Netzen, die ich benannt habe, Basis 1 und 2? Wenn ich jetzt hier drauf gehe, einen Rechtsklick mache und sage Netzklasse zuweisen, dann funktioniert das, weil dieses Netz eben benannt ist. Das kann ich eben auch ebenfalls über Rechtsklick machen, Signal, nehmen wir hier mal Signal, dann wird das hier zugewiesen. Oder ich gehe hier auf den Label drauf, kann jetzt hier Rechtsklick Netzklasse zuweisen machen, oder ich kann es hier über die Einstellungen machen, indem ich die Taste E drücke für Echo. Da komme ich in die Einstellungen. Wir haben also hier den Bezeichner und jetzt kann ich hier ein Feld hinzufügen, das nennt sich Netzklasse und kann das jetzt hier Signal nennen. Oder er kann dann eben hier aus diesem Dropdown auswählen, in dem Fall jetzt hier Signal und sage okay. Dann wird hier sogar der Netzname mit dazu geschrieben. Ja, also hier über dieses Label wird er hier dann gleich mit angezeigt. Wie kann ich das wegmachen? Indem ich hier wieder reingehe und sage, hier das Zeigen soll hier ausgeschaltet sein, das Anzeigen, und damit würde hier wieder der Name verschwinden. Jetzt haben wir aber noch ein paar andere Netze, die nicht bezeichnet sind. Also hier diese Verbindung vom Kondensator hier zum Kollektor, zu diesem Widerstand. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, Rechtsklick, habe ich hier zwar die Möglichkeit, Netzklasse zuweisen. Wenn ich hier aber drauf klicke, erscheint die Weisung, das Netz muss beschriftet sein, um eine Netzklasse zuzuweisen. So, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich möchte ja nicht unbedingt jetzt hier für jedes kleine Stückchen Verbindungsdraht hier irgendeinen Namen vergeben, ja, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das wird ja irgendwann uferlos. Dazu gibt es eine dritte Möglichkeit und die haben wir hier rechts. Das ist einen Netzklassenanweisungsbezeichner hinzufügen. Das wähle ich mal aus, dieses Werkzeug, und klicke mal hier auf die Leiterbahn drauf oder überhaupt in die Schaltung hinein. Jetzt kann ich hier zum Beispiel eben mein Signal auswählen. Sage auch, ich möchte das angezeigt haben. Ich muss das jetzt nicht extra explizit benennen. Dann hängt der hier dran, heißt eben auch Signal. Und jetzt kann ich den hier auf dieser Leitung ablegen. Und ihr seht, die wird auch sofort übernommen. Auch hier kann ich jetzt wieder über die Eigenschaften, über das Kontextmenü oder die Taste E reingehen und sagen hier zeigen, ausschalten. Und damit ist jetzt auch diese Netzverbindung zum Signal oder zur Netzklasse Signal hinzugefügt worden. Und das kann ich jetzt natürlich hier durch meine ganze Schaltung machen, um diverse oder die Abschnitte meines Schaltplans entsprechenden Netzklassen zuzuweisen. Ja. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, alle anderen, die jetzt hier standardmäßig gezeichnet sind, sind standardmäßig Default. Das sehe ich auch. Und zwar sehe ich das hier, wenn ich jetzt hier draufklicke, mal diesen Leitungsabschnitt hier markiere, dann sehe ich hier unten eben Default und den Netznamen. Klicke ich hier unten drauf auf die linke Seite hier, dann sehe ich jetzt, das ist eben das Netz Q1 zu C. Und wir haben hier den Bezeichner Signal. Klicke ich hier oben rein und wähle mal dieses Netz an, dann sehe ich hier Verbindungsname plus 9 Volt und das ist in der Netzklasse Power. Das muss ich eben halt tun. In der Regel kann ich mir viel Arbeit sparen, wenn ich möglichst wenig Netzklassen benutze und hier schon mein Default richtig wähle, da ich hier ja alle anderen Bezei oder alle anderen Verbindungen hier automatisch im Default habe, kann ich das also mit einem geschickten Wählen mir diese Arbeit hier auch etwas
erleichtern, dass ich hier nicht jedes einzelne Netz hier zuweisen muss mit verschiedenen Parametern. Das ist halt dann eine Frage des Designs und des Vorgehens. So, wenn ich das jetzt alles übernommen habe, kann ich jetzt hier wieder meinen Leiterplatten-Editor öffnen. Wenn er denn nicht stürzen würde. Ja, machen wir den mal zu hier. Irgendwie mag er jetzt nicht mehr. Wir gehen mal auf Speichern. Jetzt machen wir nochmal F8. Mal Platine aktualisieren. Wir haben jetzt hier Warnungen, die möchte ich mir nochmal anzeigen lassen. So, dann gehen wir da mal raus. Wir möchten hier die Warnungen. Ja, okay, das ist jetzt das VIA mit unbekanntem Netz verbunden. Auch das mal eine interessante Geschichte. Ich hatte ja hier einfach frei VIAs platziert und dadurch, dass ich die eben hier nicht mit irgendeinem Netz verbunden habe, leiterbahntechnisch vor uns beim Einfügen hier, gibt er mir natürlich jetzt beim Leiterplattenaktualisieren eine Fehlermeldung. Das ist aber auch in dem, oder eine Warnung vielmehr, das ist natürlich auch richtig. Das war ja hier nur fürs Tutorial, um das zu zeigen. So, damit habe ich jetzt Netzklassen zugewiesen. Ich kann mir das jetzt hier auf der Leiterplattenseite auch nochmal anzeigen lassen. Da sehen wir hier, die bezeichneten Netze sind hier aufgeführt. Also alle, die ein Label haben, Ground und hier Basis 2 zum Beispiel, sind jetzt entsprechend aufgeführt. Hier kann ich jetzt auch, wenn sie bezeichnet sind, schnell Änderungen durchführen, indem ich jetzt hier so ein Dropdown-Menü nochmal gehe. Da könnte ich jetzt hier nochmal ändern. Für alle anderen Netze, die jetzt keinen Server oder kein eigenes Label haben, geht das eben nicht mehr. Das war früher bei den alten KiCad-Versionen möglich. Da war dann hier, waren sämtliche Netze aufgeführt, eben Net Q1 zu C1 oder wie auch immer die dann gelautet haben. Und da konnte man eben hier über dieses Dropdown-Menü das auch so zuweisen. Das fand ich ein bisschen geschickter als jetzt hier mit diesen Netzklassen. Andererseits ist diese Lösung jetzt hier vielleicht auch der sichere Weg. Ich zeige das nochmal hier am Schaltplan-Editor. Wenn ich jetzt hier so ein Netz habe, ich klicke mal hier so einen Zwischenteil an und habe jetzt hier so ein Net D-K, also dann ist das eher nichtssagend. Und wenn ich dann natürlich hier die Möglichkeit habe, über solche Dropdown-Menüs hier ja, D1-K dazu zu weisen, dann habe ich unter Umständen eine Fehlerquelle, dass ich möglicherweise Verbindungen falsch zuweise, die oder einer falschen Netzklasse zuweise. Insofern ist dieser Weg jetzt hier mit diesen Netzklassen, mit diesem, wie heißt das Ding jetzt hier nochmal unaussprechlich, Netzklassenanweisungsbezeichner, vielleicht doch keine so schlechte Lösung. Zumindest ist es sicherer, weil ich eben hier diesen Anweiser definitiv hier auf diesen Punkt setzen kann und damit eben auch wirklich definitiv dieser Netzklasse zuweise. Ja, hat halt alles seine Vor- und Nachteile in so einer Tabellenübersicht, wie es früher war, hier nochmal gezeigt, ja, in so einer Tabellenübersicht, wo dann hier so alles unten drin stand, war das natürlich schneller, hier irgendwas anzuklicken und zu sagen, ich weise das zu. Andererseits, ist es fehlerbehaftet. Ja, muss jeder für sich selber entscheiden, wie er dazu steht. So, weil ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich werde das in den nächsten Projekten ja mitkriegen, was jetzt vielleicht der bessere Weg ist oder was einfacher war. Ja, schauen wir mal, wie sich die Sache noch weiterentwickelt. Aber KiCad lebt und das ist eigentlich auch ganz gut. An dieser Stelle wünsche ich euch schönen Tag noch oder schönen Abend, schönen Ostern. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Ciao.